Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS-TV. Ja, ich wollte euch mal kurz zeigen, das Wohnmobil habe ich ja bekleben lassen. Bisschen dezenter, wie ich das vorher hatte. Aber dass man das sehen kann, ja, hier hinten, nur das übliche GNS-TV, nichts Wildes, etwas kleiner. Hier an der Seite auch etwas kleiner. Hier oben. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. So. Ja, und dann hier auch noch mal, ne? Einige hatten mich ja gefragt, kriegt ihr keine Aufschrift, so, muss ja alles bestellen oder dauert ja heute alles so lange, und jetzt ist es gestern gemacht worden, da freue ich mich natürlich drüber. Und ja, ich bin bei GNS Bettbosch und ja, die Woche ist ja jetzt zu Ende und ja, 14 Tage sind jetzt ins Land gegangen. Die Zeit geht ja um wie ein Flug. Läuft alles gut. Kunden sind zufrieden. Einbauten haben gestimmt. Material ist alles da. Und wir sind jetzt schon bei Mitte Mai Termine. So, jetzt haben wir ja ein Problem in der Welt. Da hatte ich ja letzte Woche schon mal ein bisschen meine Bedenken geäußert, dass mir das... Ja, das ist schon ein sehr mummeliges Gefühl, habe ich dabei. Und ja, der Sprit ist teuer. Der stand heute Morgen hier auf 2,53. Mal sehen, wo da dahin geht. Ja, ich habe mal so für mich gerechnet, wenn ich jetzt nach Spanien fahren würde, von dem Wohnort, wo ich wohne. Und ich fahre bis Marzul durch, zu meinem Lieblingscampingplatz hier, Palerma, in der Nähe von Malaga. Sind halt hin und zurück knapp 5000 Kilometer. So, würde bedeuten, dass ich rund 400 Euro mehr ausgeben muss, hin und zurück. Naja, also 400 Euro mehr ist schon, sind 400 Euro sind 400 Euro, ja, aber ich sag mal so, ich würde trotzdem fahren, ja. Warte, ich gehe mal eben in die Werkstatt, die ist gerade leer, das kann ich euch das mal zeigen, wie viel Platz wir hier haben. Wir haben mich gerade die zwei... Warte, hier ist ein bisschen... So, hier haben wir viel, viel weniger Wind. Wir haben gerade die beiden Fahrzeuge rausgefahren, weil wir jetzt noch ein paar Fiat-Fahrzeuge machen. Der Patrick macht hier eine Reparatur. Hallo Patrick. Morgen. Erzähl mal, was machst du hier an dem Mini? Das ist ja kein Mini. Ich meine, hier ist Mini, Mini-Auto. Ja, Fiat-Fehlerdiagnose. Der hat einen ziemlich starken Ölverlust und hat wohl... auch sich darüber beklagt, dass zu viel Öl im Kreislauf ist, also im Motor. Ja. Ja, mal schauen, ne? Das ist auf jeden Fall alles ziemlich nass da unten, entweder irgendwo undicht oder wir werden sehen. Ja, genau. So, wen haben wir da? Ah, Damian. Hi, Damian. Hi. Sieht aus wie ein neues Auto, hä? Flammneu ist verkauft, was machst du? Dachträger dran. Jawohl. Alles gut bei dir? Jupp. Wie fandst du die Woche mit Wohnmobile? Absolut top. Ja, ne, macht Spaß, ne, oder? Absolut Spaß, Arbeit. Und warte ich, wann kommt die neue? Ja, wenn du den gleich hier raus hast, dann fahren wir den RMB rein und dann geht das schon wieder los. Der nächste wartet hier vor der Türe schon. Also das ist jetzt, ich meine, wir haben jetzt Freitagmittag, da ist jetzt auch nicht mehr, ist mal der Oberwahnsinn, der jetzt hier tobt. Ne? Hier steht noch einer. Ja, hier steht noch einer und ja, ich fahre jetzt mal zum Baumarkt. Ich fahre jetzt mal zum Baumarkt, weil ich mir einen Teppichläufer holen, hier für mein Monster. Weil wenn du von der Werkstatt rein raus gehst und hier immer rein raus gehst, da wollte ich den Fußboden ein bisschen schützen. Können wir es im Prinzip auch mit den modernen Fahrzeugen machen, die legen wir ja auch aus. Da laufen wir jetzt nicht einfach nur so rein, raus, das ist ja 50 Mal am Tag. Ja, da hast du mal schnell irgendeinen Teppich oder einen Fußboden versaut. Das ist aber bei uns obligatorisch und ganz klar, brauchen wir gar nicht über zu reden. Ich bei mir sollte das aber auch machen und deswegen fahre ich jetzt mal eben zum Baumarkt und hole mir, weiß ich, ein Stück Teppich oder einen Teppichläufer, je nachdem, was die da haben. Also, bis gleich. Ja, hier in der Ausstellung hat sich auch einiges getan. Da haben wir die Altlasten, die haben wir mal befreit, da kommt natürlich noch mehr hin. Hier unser Ladebooster, den wir unter anderem als Ladebooster im Programm haben. Ja,
Lithiumbatterien, riesengroßes Thema. Wird es demnächst eine Serie geben? Dann haben wir die selbst betankte Version der Tankflasche hier im Programm mit Auslandsadapter, Keramikfilter, europäische Zulassung und so weiter. Ne? Hier Lithium ist natürlich ein riesengroßes Thema. Da haben wir ja mittlerweile die Untersitzvarianten als kompaktes System mit Tragegriff und Hauptschalter. Hier haben wir die etwas kleinere Version mit 200 Ampere-Stunden. Die hat 280 und die 300, die kommt, ich glaube, Mitte Mai, ne? Exklusiv bei GNS. So, da die normalen Untersitzvariante, das kennen wir ja schon. Und hier in dieser Ausstellung hat er mich letzte Woche des Öfteren, warte, ich gehe mal hier rüber, gesehen. Ich setze mich mal hin, ist gerade im Moment ruhig, kein Telefon klingelt. Ja, die amtierende Situation macht mich sehr, also ich gucke abends immer Fernseher, aber es ist ja immer das Gleiche, du kriegst ja auch nur das erzählt, was, ja, wie soll ich sagen, die bereit sind, von sich zu geben. Und jeder hat da seine Meinung zu und die würde ich auch gerne nicht hier so öffentlich machen, was ich da finde. Ich bin sehr beunruhigt, das wollte ich sagen. Also ich bin sehr beunruhigt, wer da wo auf welche Knöpfe drucken kann, ja, und wer da wem hilft und wem das nicht gefällt, geholfen zu werden und diese Dinge. Was ich aber positiv sehe, sind die Leute, die da helfen. Also ich brauche hier nur in die Stadt zu fahren, sieht man schon Leute, die irgendwelche Autos packen mit irgendwelchen Klamotten, die die gesammelt haben, bringen die zu irgendwelchen Sammelstellen. Also der Deutsche ist da schon extrem klasse, würde ich sagen. Ja? Oder LKWs, ja? LKW-Fahrer mit 40 Tonnen Klamotten, mit 6, 7, 8 Züge hintereinander fahren Richtung Ukraine, ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ja? Da fliegen Bomben durch die Gegend. Ja? Also ja, machen die aber trotzdem. Kannst du nur sagen, Hut ab. Gut. Jetzt habe ich die beobachtet, die waren jetzt zwischen, ich weiß nicht, Alter 30, bis hätte ich vielleicht auch noch gemacht, zwischen 30 und 40. Ja? Da bist du irgendwann ein bisschen zu alt. Bildet man sich vielleicht auch nur ein, ist auch scheißegal. Jedenfalls finde ich das toll. Finde ich das toll. Ich wollte das mal sagen, dass es solche große Anteilnahme gibt, finde ich bärenstark. Ja, wenn ich weniger bärenstark finde, habe ich ja diese Woche hier und da schon mal gesagt. Aber was soll das? Ich kann das auch nicht ändern. Würde ich aber gerne. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, wir sind auch samstags hier, ja, in GNS Bettburg. Wir haben bis 13 Uhr offen. Ich bin natürlich auch da. Ihr könnt euch spontan ins Auto setzen am Samstag oder Freitagabend bis 18 Uhr. Ist auch überhaupt gar kein Problem. Setzt euch ins Auto, kommt hier hin, lasst euch beraten. Ich bin sowieso der ganze März noch da. Ich drehe mir da nochmal um. Hier haben wir auch Fahrräder, Elektrofahrräder im Programm. Guck mal, ich weiß nicht, ob ihr den Film von vor 14 Tagen, wie wir hier aufgemacht haben, gesehen. Da waren halt noch doppelt so viel. Ja, jetzt kommen 3 Sonnenstrahl, ist die Hälfte verkauft, alles weg. Ja, und das Beste dabei ist, wie bei allen anderen Dingen, es kommt nichts nach. Es kommt nichts nach. Und da habe ich, gut, jetzt ist Fahrrad nicht unbedingt mein Ding, ja, weil ich jetzt der große Fahrradverkäufer bin. Aber das ist, wenn ich dann auf die Batterien beziehe oder auf die Jasflaschen oder auf Solarmodule, hier unsere Black-Contact-Zelle, ne, kennt ihr ja alle, Black-Contact-Zelle. So, wenn ich dann auf Batterien beziehe, sind die irgendwann ausverkauft oder weg oder abverkauft. Da bin ich. Und da gibt es nichts mehr, wenn du nicht früh noch bestellt hast. Und wenn der dich beliefert, mich auch bestellt hat, oder der kennt jemand, der jemand kennt, der nicht bestellt hat, weiß ich was du da alles erzählt bekommst, wer krank ist und Corona hat und will ich was. Das ist das große Problem. So, und ich sehe das so, egal was wir in dieser Welt gerade erleben, viele halten sich zurück, üben Zurückhaltung, ja, ist ja auch klar, du fährst an der Zapfsäule vorbei, da hängt ein riesengroßes Dis, Bilder steht drauf, 2,50 Euro, da denkst du, Das kann doch nicht richtig sein. Ja, da fährst du 30 Kilometer weiter nach Österreich, kostet selber 1,50. Gut, weiß ich nicht, ob das so sein muss, aber nicht mein Ding. Mein Ding ist aber, die Situation in unseren GNS-Geschäften so ein bisschen einzugrenzen. Ja, bei GNS Bockhorn, GNS Grimma und GNS Bettburg. Ja, da wird es so sein, dass wenn das, ich sag mal, in absehbarer Zeit irgendwie geregelt ist da in dieser Welt, dann gibt es einen Ansturm, ist ja klar. Dann kommen sie alle wieder und wollen das Gleiche. Das ist das Problem. Die hier sich jetzt zurückhalten. Aber da kann man auch nur theoretisch drüber reden. Das ist einfach nur eine Feststellung, Leute, sonst nichts.
Ja, und dann wird es wieder genauso sein wie vor 2 oder 3 Jahren, ja, wenn da jeder das Gleiche will. Dann würde das nicht geben oder nicht viel geben oder nicht lange geben oder die Qualitäten werden für sich was. Ja? Also das ist immer doof an der ganzen Sache, die Nachwehen, die da entstehen und das, was man danach zu erwarten hat und warum man dann auf einmal wieder nicht liefern kann, dann bist du wieder der Idiot. Das ist dann halt so. Das ist dann halt so. Aber ich wollte jetzt auch nicht, volllabern von Dingen, die ihr ohnehin schon wisst. Aber ich sag mal, den Freizeitgedanken aufrechtzuerhalten ist aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Ja, es gibt viele Dinge, die man lassen sollte oder nicht mehr tut oder vielleicht einstellt oder wartet damit oder guckt, wie sich das entwickelt. Aber die Camping-Situation abzuwarten, den Freizeitgedanken einzustellen, ist gut. Jetzt sagen viele, ja, der hat doch gut reden, das ist ja auch dem sein Geschäft. Ja, klar, sicher, sehr. Aber das macht trotzdem keinen Sinn. Ja? Wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, dann sage ich, okay. Ja, kann ich 500 Euro mit sparen, wenn ich mit 2 Leuten rauche, sind das 500 Euro im Monat. Und die das machen, die wissen dann auch, was ich jetzt meine. So, die 500 Euro, der Sprit kostet, ich sag mal, 400 Euro im Monat mehr, habe ich noch 100 gespart. Ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weiß ich selber, ja. Aber das kann ich mir alles schön oder nicht schön rechnen. Insofern hören wir da jetzt mit auf, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kommt hier vorbei nach Gnes. Bettbusch im Übrigen ist Gnes Bockhorn oben bei Wilhelmshaven auch bis 12 Uhr geöffnet am Samstag. Und wenn er den André anruft in Grimma, bei Gnes Grimma, ist er auch samstags da für euch. Überhaupt gar kein Problem. Ich bin jedenfalls in Gnes Bettbusch den ganzen März noch und am Samstag auch. Kommt einfach hier vorbei, Adresse blende ich euch natürlich ein, Homepage natürlich auch. Das, was ich immer so mache und dann kommt ihr hier hin und dann berate ich euch und erzähle euch ein bisschen über Caravan-Technik. Ne? Lithium-Batterien, Blackkontaktzellen, Solaranlage, welche Anlage brauche ich, welche nicht und so weiter. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, esst was Gutes, trinkt was Gutes, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video, euer Guido von GNSTV.